So, wir haben jetzt die Auftragsversorgung, wir haben die Mengenmeldungen, wir haben die Maschinensignale, wir haben einfache Terminals. Wir haben auch gesehen, dass sie deutlich flexibler sind als unsere Best Practices. Was fehlt jetzt? Jetzt fehlt der eigentliche Nutzen. Ja, bisher waren wir rein auf der Technik- und der Erfassungsseite. Aber was bewirkt den wirklichen Nutzen? Womit erzielen wir unsere Verbesserung? Ganz klar hier im Reporting. Schauen wir mal kurz rein. Wir sehen drei Bereiche. Reports. Ich denke, die klassischen KPIs, Key Performance Indicator, sind klar OEE. Wie gut laufen meine Anlagen? Wie gut sind meine Teile? Wie schnell ist die Geschwindigkeit? Passt Plan gegen Soll? Und wie sieht es mit meinen Ausschüssen aus? OEE. Gleichzeitig haben wir auch Reports, nicht nur auf Arbeitsplatz, auch auf Material, auf Aufträgen, auf Arbeitsgängen, zu Stillständen, zu Ausschussgründen, zu Performancewerten. Also alles klar strukturiert. Wir haben hier über 70 Reports, alle fertig für die Produktion. Und darüber hinaus möchte ich einen Report verändern. Haben wir einen kompletten Editor dahinter, der für jeden Kunden offen ist und er kann die Reports kopieren, abändern, speichern und seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Die zweite Welt hier, Visualisierungen. Um solch eine Visualisierung zu bauen, brauche ich keinerlei Programmierkenntnisse. Ich brauche kein Java, kein HTML, kein Cascaded Style Sheets, nichts. Ein grafischer Editor, ich gehe in den Editiermodus, ziehe mir einen Balken, sage, zu welcher Maschine er gehört, gebe ihm eine Eigenschaft, Farbe des Betriebszustands zum Beispiel. Oder wenn ich ein Textfeld ziehe, die aktuelle Istmenge auf dem Arbeitsplatz. Heißt, alles grafisch einfach modellierbar mit den echten Daten aus dem System. Also auch ein geschulter Vorarbeiter oder teilweise selbst Produktionsleute bauen bei uns die Dashboards selbst, wenn sie möchten. Wenn es keine Haus-IT gibt, die hier tätig ist. Gehen wir einen Schritt weiter nach drüben, Dashboard. Natürlich haben wir in unserem System auch die Möglichkeit, automatisch Reports zu verschicken. Das heißt, Montagmorgen, 8 Uhr, und mich fragt jemand, können Sie mir 8 Reports schicken? Und dann stelle ich die Frage, 8 Reports? Lesen Sie die wirklich? Werden die wirklich benutzt und treffen sie eine Entscheidung? Also, vielleicht ist an der Stelle auch weniger mehr. Das heißt, es ist die eine Variante, Report zu verschicken und dann hinterher zu benutzen, nachzudenken. Was ist in der Regel viel, viel spannender und viel effektiver? Ich stehe morgens zusammen, erkenne ein Problem, stelle eine Frage, wer ist dafür verantwortlich? Wer kann mir helfen? Dann sage ich, wenn ich hier Logistikprobleme sehe, sage ich, bitte Logistik morgen um 8 Uhr in der nächsten Besprechung dabei sein. Schaut mal, wir haben so und so viele Stunden verloren. Wie könnt ihr uns helfen, diese Zeiten zu reduzieren? Das heißt, es geht hier wirklich viel, viel stärker um die Kommunikation, um das Miteinander sprechen, um das gegenseitige Helfen. Und genau das ist der Punkt, wo wir sagen, unsere Software hilft zu kommunizieren, hilft die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn man die richtigen Themen erkannt hat.